Hallo, liebe Sternenfreunde, und ganz herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung für den Valentinsmonat Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen führen. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt wiedersehen. War ja jetzt eine relativ lange Pause über Weihnachten, zumindest für mich, weil ich hatte ja die anderen Videos alle vorproduziert. Und jetzt geht's wieder los im neuen Jahr. Zunächst mal möchte ich die Gewinner bekannt geben meiner Verlosung unter den Abonnenten. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle toll mitgemacht habt und meinen Kanal abonniert habt. Wir sind jetzt bei fast 3000. Die werden wir hoffentlich diesen Monat knacken. Und das Jahreshoroskop gewonnen hat Olivia Novak. Herzlichen Glückwunsch, liebe Olivia. Und das Kurzhoroskop für den Januar hat gewonnen Sibylle Feix. Auch hier meine herzlichsten Glückwünsche. Ich würde mich freuen, wenn ihr beide euch bei mir melden würdet, denn mir war gar nicht klar, dass ich die Abonnenten gar nicht anschreiben kann, wenn sie nicht selber YouTuber sind. Deswegen meldet euch bei mir, das kriegen wir schon hin. So, und auch diesen Monat wird es wieder eine Verlosung geben, diesmal ein bisschen anders. Deswegen bleibt dran bis zum Schluss, dann erkläre ich euch, was ihr tun müsst, um dabei zu sein. Jetzt aber zu den Konstellationen für den Februar. Die Liebessterne stehen ganz wunderbar im Februar, ungefähr bis zum 20. Venus und Mars stehen ja beide zusammen im Zeichen des wilden Widders und zeigen große Leidenschaft an. Ich denke, das wird für viele eine sehr schöne Möglichkeit werden, seinem Flirt näher zu kommen oder auch in der festen Beziehung was Tolles Neues zu erleben. Und viele dürfen sich wohl auf eine schöne Überraschung zum Valentinstag am 14. freuen. Also es prickelt ganz enorm bei den Sternen in diesem Monat. Tolle Liebesideen liegen in der Luft und jede Menge Möglichkeiten, um auf Wolke 7 zu schweben. Singles könnten ihren Flirts, wie gesagt, zu Valentinstag näher kommen. Und Widder ist ja das Eroberungszeichen, also traut euch ruhig da auch die Initiative zu ergreifen. Und für Liierte gibt es viele Möglichkeiten, ihr Beziehungsleben aufzupeppen. Ab dem 20. wird es dann etwas kritischer. Da gibt es ein paar Konstellationen, die müssen wir uns auch genauer angucken. Die sind durchaus schwierig. Da könnte es auch zu Streitigkeiten kommen, zu Eifersüchteleien. Eventuell kommen dann auch die Konflikte ums Geld hoch, die ich ja schon im Jahreshoroskop auch angesprochen habe. Also da warten ein paar Herausforderungen auf uns. Ja, wir neigen dann nämlich auch dazu, es zu übertreiben. So, jetzt zu den wichtigsten Konstellationen im Einzelnen. Zunächst noch mal kurz zurück zum Neumond im Januar. Der war am 28. im Wassermann. Also der gibt so ein bisschen das Thema vor. Wassermann ist ja eigentlich Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch Freundschaft und ist eine originelle Energie. Und dieses Originelle und die schönen Ideen, die kann man auch nutzen, um eben in der Liebe voranzukommen, neue Flirts anzubahnen und sich was Schönes für den Schatz auszudenken. Man darf es halt nur mit dem Freiheitsdrang nicht zu sehr übertreiben, wenn man eine Beziehung möchte. Das könnte manchmal so ein bisschen der Konflikt sein, aber eigentlich denke ich mal, dass es eine ganz schöne Energie ist für den Februar. Genau. Wie das dann für die Einzelnen im Horoskop so steht, da gehe ich natürlich noch dann drauf ein in den einzelnen Monatshoroskopen. Ansonsten wird uns das Dreieck zwischen Jupiter, Uranus und Pluto noch sehr stark beschäftigen im Februar. Das sieht man jetzt hier auch schon gleich am 1.2., weil es ja auch frisch ausgelöst ist durch den Merkur, der zurzeit noch im Steinbock steht. Und die ganze Sache hier auch betont, also sicherlich schon auch eine konflikthafte Konstellation, aber weil eben Glücksplanet Jupiter dran beteiligt ist und hier Originalitätsplanet Uranus, hat es einfach auch eine aufregende, eine spannende Note und Jupiter in der Waage, da geht es ja eben darum, neue Beziehungen zu knüpfen. Und mit dem Pluto hier dabei muss man halt aufpassen, dass man es nicht übertreibt oder auch, dass man sich nicht, um jemanden zu beeindrucken, in Schulden stürzt. Das habe ich ja ausführlich erläutert im Jahreshoroskop. Und dieses Dreieck wird dann besonders zum Monatsende nochmal richtig intensiv. Im Moment ist es ausgelöst durch den Merkur, aber wenn der rausläuft, dann ebbt das erstmal wieder ein bisschen ab. Aber wie gesagt, ab dem 20. wird es ein bisschen schwierig. Doch bis dahin haben wir erstmal viele schöne Konstellationen. Also am 3., am Freitag, den 3., geht die Venus von den Fischen dann auch in den Widder und bleibt ja dort dann auch längere Zeit, weil sie dort auch rückläufig wird im März. Und das heißt, die beiden Liebesplaneten Venus und Mars sind eben den ganzen Monat über im Widder, tummeln sich da und bringen sehr starke Impulse
für die Liebe und Beziehung. Und weil Widder auch das Pionierzeichen ist, wo man was Neues anfängt, etwas zum ersten Mal macht, begünstigt das eben auch die Anbahnung neuer Beziehungen und Flirts. Genau, so, dann ist eine wichtige Konstellation am 6. Da haben wir ja den Jupiter eben in der Waage, der wird dann rückläufig. Das ist jetzt so, dass natürlich die langsam laufenden Planeten regelmäßig für längere Zeit rückläufig werden. Das hat etwas damit zu tun, dass wir die hier von der Erde aus überholen mit unserem Planeten. Was bedeutet das astrologisch? Bei Jupiter kann es schon heißen, dass so ein Strom von Glück und Unterstützung, der die ganze Zeit geflossen ist, dann erstmal so ein bisschen ins Stocken kommt. Jetzt ist natürlich Jupiter irgendwie immer gut, da wo er steht, selbst wenn er da rückläufig wird. Auf die Dauer ist es auf jeden Fall gut. Ist natürlich besonders interessant für diejenigen, die dann hier in diesem Bereich Geburtstag haben. In der dritten Dekade, da bleibt der Jupiter gewissermaßen stehen und wirkt sich länger auf die aus. Aber wie gesagt, wenn der rückläufig wird, kann das bedeuten, dass eine Unterstützung erstmal entzogen wird, aber dann dürft ihr nicht panisch werden, denn das kommt dann wieder in Gang, ja, wenn Jupiter dann, spätestens wenn Jupiter dann wieder direktläufig wird. Aber es ist schon eine Veränderung der Energie. Müsst ihr mal darauf achten, ob sich dann da so ab Anfang Februar, ab dem 6. rum, was tut, vielleicht eine Beziehung, die anfing, gerät so ein bisschen ins Stocken oder da überlegt es sich nochmal jemand anders, weil das Ganze ja hier auch in Opposition zu Uranus steht und der bringt eben auch plötzliche Veränderungen. Es kann auch sein, dass hier zum Beispiel jemand dann plötzlich sich zurückzieht oder plötzlich sagt, ach nee, ich will doch nicht, und dann das schlägt dann zum Beispiel auf die Beziehung, die sich angebahnt hat. Da sind also schon ein paar Überraschungen drin. Deswegen, wenn ihr also am Anbandeln seid, dann bleibt am Ball. Und zeigt eurem Schwarm nicht einfach so aus einer Laune heraus die kalte Schulter. Das wäre mein Tipp. Genau. So, und das bleibt dann den ganzen restlichen Monat so, dass der Jupiter dann erstmal im Rückwärtsgang ist und dadurch aber eben auch an dieser Stelle weitestgehend stehen bleibt. Ja, also der bewegt sich im April nur ganz wenige Grade. Deswegen steht er immer an dieser einen Stelle. Dann haben wir am 7. den Merkur, der geht dann aus dem Steinbock in den Wassermann. Das ist eigentlich auch eine schöne Energie. Steinbock ist ja immer so ein bisschen trocken und kann auch zu etwas beschwerlichen Gedanken führen. Ja, also Steinbock, Merkur im Steinbock, da denkt man eher kritisch, während Merkur im Wassermann eher ein fortschrittliches, zukunftsgerichtetes Denken und so eine gewisse positive und auch optimistische Energie begünstigt. Zumal dann der Merkur auch für die nächsten Wochen in einem günstigen Aspekt hier stehen wird zu Jupiter und Uranus. Das ist natürlich dann sehr schön und begünstigt alle Formen von originellen Einfällen. Am 11.2. haben wir eine schöne Konstellation, da geht die Sonne hier ins Trigon zu Jupiter und also bildet hier einen guten Aspekt zu dieser Opposition. Also um den 11. rum ist eine gute Energie und das ist halt besonders wichtig, weil das auch der Vollmond ist. Der Vollmond, das zeige ich euch jetzt nochmal extra, der ist in der Nacht vom Freitag auf Samstag, also Samstagmorgen um 1.32 Uhr. Und obwohl das eine spannungsreiche Konstellation ist, hier wieder diese Spannung von Jupiter und Uranus und dann der Mond natürlich, Mond-Sonne, im Löwe-Wassermann, haben wir hier das Ganze geschlossen mit Trigonen und Sextilen. Das nennt man eine Briefumschlagskonstellation. Das bedeutet, dass die Spannungen, die da sind, auf eine gute Art und Weise ins Leben gebracht werden können. Das spricht meiner Meinung nach auch für die Anbahnung wieder neuer Beziehungen. Denn da knistert es, da ist eine Spannung, da hat man ein Gegenüber, den man spannend findet und kann das Ganze auf eine gute Art und Weise manifestieren. Dieser Vollmond ist auch eine Mondfinsternis, also nicht so eine ganz vollständige, eine partielle wird das, weil das hier auch wieder in einer weiten Verbindung zum Mondknoten steht. Weil es hier die Sonne am absteigenden Mondknoten ist, würde man denken, ist vielleicht nicht so eine gute Konstellation, aber ich glaube eben, weil es so schön eingebunden ist in diese positiven Aspekte, wird das der ganzen guten Energie, die sich zum Valentinstag aufbaut, kein Abbruchton, eher im Gegenteil. Ja? Ist nur jetzt für diejenigen, die sich dafür interessieren, ist das wichtig zu wissen. Es ist halt auch eine halbe Mondfinsternis, eine partielle Mondfinsternis dieser Tag oder diese Nacht. Genau.
Dann haben wir eine wichtige Konstellation am 14. Da geht nämlich, das ist ja dann der Valentinstag. Ach so, Entschuldigung, ich muss hier wieder zurück in den Zeitschritt. Genau. Und da möchte ich dann auch die Aspekte wieder einschalten. Okay, damit man das gleich sehen kann bei allen. So, da waren wir am 11. stehen geblieben und der 14. ist auch wieder interessant, weil da nämlich die Lilith das Zeichen wechselt. Das ist wichtig. Die war bis dahin im Skorpion und wechselt dann jetzt in den Schützen. Und das ist auch eine ganz andere Energie. Skorpion ist ja so eine magische, leidenschaftliche, auch ein bisschen verschlossene Energie, während der Schütze ja so eine nach außen gerichtete Energie ist. Und da geht es auch ganz viel um Gerechtigkeit. Und Lilith im Schützen, habe ich beobachtet, auch bei Leuten, die das im Horoskop haben, ist eine Energie, wo man nach Gerechtigkeit strebt und kämpft und sich auch gerne für Minderheiten einsetzt und auch gerne unbequeme Wahrheiten ausspricht. Und diese Phase dauert ja dann rund 9 Monate. Bis Anfang November wird dann eben Lilith durch den Schützen gehen. Und das ist natürlich dann besonders interessant für Schützegeborene und Zwillinge, die das dann in ihrem eigenen ersten Haus oder im Partnerhaus haben, auch für die im Quadrat stehenden Zeichen. Die werden das auch noch spüren, nämlich die Fische und die Jungfrauen. Aber darauf gehe ich auch in den einzelnen Horoskopen noch ein. Also das ist wirklich eine Veränderung der Energie. Und weil Lilith ja auch viel mit Affären und Liebe zu tun hat und damit, ob man Kompromisse eingehen kann oder nicht in Beziehungen, ist das eben wichtig. Und für die Schützen bedeutet das, dass die jetzt diesen Faktor kriegen, der sie so ein bisschen unberechenbar macht und auch sehr ein bisschen geheimnisvoll und attraktiv, vielleicht aber auch ein bisschen kratzbürstig. Also für Schütze Frauen wird das sehr interessant dann die nächsten 9 Monate. Dann haben wir am 18.02. einen wichtigen Übergang. Da geht nämlich die Sonne ins Zeichen Fische und zwar, also dieses Jahr schon am 18., ne, ganz wichtig, um 12:31 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Fische. Und dann geht das langsam los, dass diese kritische Phase anfängt, die wir dann haben. Da ist also erstmal der Mars, der geht hier ins Quadrat zu Pluto und Mars und Pluto sind ja so zwei Kandidaten, die schon auf Krawall gebürstet sind. Ja, also Mars ist ja der Kampfplanet, Pluto der Machtplanet. Da kann es also wirklich auch um Machtkämpfe gehen und weil wir hier ein Liebeshoroskop haben, besteht dann eben auch die Gefahr, dass man in Beziehungen in so ein Gerangel reingeht. Wer hat Recht? Wer hat die Macht? Wer hat das Sagen? Und weil es mit Pluto und Jupiter ist, auch wer hat das Geld? Während dieser kritischen Phase wird dann nämlich dann auch der Mars dann. Ach so, wichtig ist auch noch, dass wir eine besonders kritische Konstellation haben am 22. Februar, weil nämlich der Mond das Ganze hier auch noch mit auslöst, ja. Und dann zum Schluss geht der Mars dann hier in die Konjunktion mit dem Uranus und steht dann genau gegenüber Jupiter und das Ganze im Quadrat zu Pluto. Also das ist wirklich ein bisschen heikel. Ja. Das ist heikel und das Ganze, jetzt kommt es nämlich dann auch noch in Verbindung mit einer Sonnenfinsternis. Wir haben, das habe ich ja im Jahreshoroskop erwähnt, wir haben eine große totale Sonnenfinsternis im August, aber wir haben eben auch im Februar noch eine. Das ist eine ringförmige Sonnenfinsternis. Die ist zwar nicht ganz total, aber eben auch schon gut sichtbar. Die wird in Teilen Südafrikas und Südamerikas sichtbar sein. Und diese Konstellation ist sehr spannungsgeladen. Das sieht man hier schon an den vielen roten Konstellationen. Wenn ich hier den Aspektfaktor ein bisschen erhöhe, sehen wir, dass auch noch das Quadrat zu Pluto da deutlich angesprochen ist. Also das ist wirklich ein bisschen kritisch. Wie gesagt, es kann um Macht gehen, es kann um Geld gehen. Pluto, Jupiter sind oft Geldangelegenheiten. Es kann darum gehen, wer das Sagen hat, ob jemand in der Beziehung den anderen dominiert. Da müsst ihr also wirklich ein bisschen aufpassen. Mars in Konjunktion zu Uranus und das Ganze im Quadrat zu Pluto ist also wirklich auch eine sehr aggressive Konstellation. Kann man nicht anders sagen. Das ist also wirklich auch eine Zeitqualität, wo man gut auf sich acht geben sollte.
eventuell auch eine Verletzungsgefahr vorhanden ist. Ne? Mars-Uranus ist immer so plötzliche Dinge, die sich da ereignen können. Also sei es, dass man beim Autofahren nicht aufpasst oder sei es, dass man sich beim Sport irgendwie plötzlich wehtut. Also das ist so eine Zeit, wo man es ruhig angehen sollte, wo man wirklich auch Leute meiden sollte, von denen man weiß, dass die also gerne Krawall machen oder gar zur Gewalt neigen. Also auf jeden Fall solchen Leuten aus dem Weg gehen. In dieser Zeit würde ich auch sagen, Vorsicht mit One-Night-Stands, weil man da auch nicht so genau weiß, was dabei am Ende rauskommt, wenn man jemanden so gar nicht kennt. Also ich würde sagen, um mit dieser Konstellation fertig zu werden, ist es am besten, man umgibt sich mit Menschen, denen man vertrauen kann, wo man weiß, woran man ist, wo man sich geborgen fühlt. Man bleibt besonnen und konzentriert sich wirklich auf die liebevollen Momente. Ne? Und ich würde auch zu dieser Zeit von so Grundsatzdiskussionen abraten. Also so zwischen dem 20. und dem 28. Februar würde ich alles so ein bisschen runterfahren, wenn ihr dann vielleicht einen neuen Flirt gefunden habt, dass man dann auch Situationen meidet, die so ein bisschen schwierig sein könnten. Vielleicht wisst ihr dann ja auch schon, jemand mag dies oder das nicht und dann würde man das vielleicht auch gerade nicht provozieren. Also es gibt ja Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass man so ein bisschen die Spannung rausnimmt. Wozu uns dieser Neumond auffordert hier mit Sonne, Mond in den Fischen und Neptun noch mit dabei und der Merkur auch mit dabei, ist eigentlich Empathie und Mitgefühl. Ne? Fische ist ja das Gefühlszeichen und der Merkur geht dann eben an diesem Neumond auch ins Zeichen Fische und fordert uns auch zu einem liebevollen und mitfühlenden Denken auf. Gleichzeitig haben wir aber hier eben die Aggressoren sozusagen. Es kann also auch eine Konstellation sein, wo Menschen, die sanftmütig sind, von solchen gemobbt werden, die einfach aggressiver sind und sich nicht drum scheren, was sie bei den anderen für Gefühle auslösen. Also das ist wirklich ein bisschen schwierig. Es gibt aber auch eine positive Seite, eine ganz große Inspiration. Also Menschen, die künstlerisch zum Beispiel tätig sind, werden in dieser Zeit sich wahrscheinlich sehr inspiriert fühlen. Auch diejenigen, die helfend tätig sind, die kommen ganz groß raus. Sie sind ganz stark gefordert und im Einsatz und können jetzt hier sehr viel Gutes bewirken. Also so eine Inspiration zu revolutionären neuen Ideen wäre da zum Beispiel auch mit drin, weil Uranus ist ja auch der Erfinderplanet und der wird halt sehr stark ausgelöst von dem Mars. Ne? Im allerbesten Fall gibt es vielleicht einen technischen Durchbruch oder einen Durchbruch in einer Sache, die Spiritualität mit Wissenschaft zusammenbringt. Ja, das ist auch nicht auszuschließen. Ne? Aber wie gesagt, also ihr solltet darauf vorbereitet sein, dass das einfach eine bisschen angespannte Zeitqualität ist zum Ausklang des Monats. Ne? Und der hat ja auch dieses Jahr wieder nur 28 Tage und anschließend passiert dann auch nicht mehr viel, außer dass der Mond dann auch noch in den Widder geht und es vielleicht auch nochmal mit auslöst. Wie es dann weitergeht, erfahrt ihr natürlich dann in den Horoskopen für den März, denn ab dem 4. März wird ja auch die Venus rückläufig und dann wird es wieder sehr spannend, dann geht es wieder viel mehr um Liebe und Beziehungen. Aber in dem Februar könnt ihr euch als Faustregel merken, bis zum 20. ist alles super, viele Flirts, viele Liebeschancen, sehr, sehr spannend, sehr, sehr prickelnd. Ab dem 20. muss man aufpassen, dass das Prickeln nicht so stark wird, dass es also in Streitigkeiten oder Eifersucht umschlägt. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut merken. Ja? Okay, meine Lieben, wenn ihr mehr wissen wollt über eure einzelnen Monatshoroskope, dann klickt einfach in euer Sternzeichen rein. Ihr könnt euch auch das Horoskop des Aszendenten angucken. Das ist insofern interessant, weil ich ja auch die Häuser mitdeute. Und dann habt ihr beide Ebenen, also die vom Sternzeichen und die auch von euren individuellen Häusern. Könnt ihr ja mal checken, ob das für euch passt jeweils. Und außerdem wisst ihr ja auch, dass euer Geburtshoroskop noch viel mehr umfasst als nur das Sternzeichen. Wenn ihr darüber was wissen möchtet, könnt ihr jederzeit eine Beratung bei mir buchen. Da würde ich mich freuen. Ich biete ja auch Workshops und Webinare an. Die Infos dazu findet ihr entweder hier unten in der Videobeschreibung oder natürlich auch über meine Webseite. Und ich poste das ja auch immer auf Facebook. So, jetzt zu unserer aktuellen Verlosung. Ich verlose auch diesmal wieder eine 15 Minuten Kurzberatung,
diesmal gerne noch mit einem zweiten Horoskop, weil es ja der Liebesmonat Februar, Valentinsmonat Februar ist. Also wenn ihr mal schnell gucken wollt, wie ihr mit jemandem zusammenpasst, dann mache ich das gerne für euch. Und diesmal habe ich mir überlegt, ich verlose das unter allen denjenigen, die meinen Kanal abonniert haben und mir einen netten Kommentar hinterlassen. Ja, zwischen der Zeit jetzt, wo ich das Video veröffentliche, und bis Anfang März, wer mir in der Zeit einen netten Kommentar reinschreibt und Abonnent ist, unter denen verlose ich dann die Kurzberatung. Okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen prickelnden, schönen Liebesmonat Februar zu wünschen. Viele schöne Überraschungen, Blumen und gute Einfälle zu Valentinstag und natürlich auch die Lust, vielleicht selber die Initiative zu ergreifen und einen möglichst besonnenen Ausklang, wenn es denn zum Schluss ein bisschen schwierig wird. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in dem März-Horoskop. Bis dahin, alles Gute mit den Sternen! Also im günstigen Aspekt zu Jupiter.